was schafft denn das Bienenvolk? Versuchen wir mal rauszulesen, was schafft das Bienenvolk, was wir nicht hinkriegen. Die Königin mit ihrem Ausstoß der Pheromone schafft sie Identität bei jedem Einzelnen, den 70.000, die da in diesem Stock drin sind. Wie kriegen wir das gesellschaftlich jetzt hin? Wo müssen wir ansetzen, dass wir in Zukunft unsere Gesellschaft dorthin bringen, dass wir diese Fähigkeiten haben, gemeinsam als Gemeinwohl mit neuen Werten oder besseren Werten oder der wirklich demokratisch vorgesehenen Werten leben. Aber wir haben ein total veraltetes Bildungssystem. Wir müssen wieder Identität schaffen. Wir brauchen Werte und wir brauchen Werte, um Identität zu kriegen. Genau deshalb hat der Populismus auch aus meiner Sicht eine Riesenchance gerade, weil die Identität der einzelnen Bürger nicht mehr so wahrgenommen wird, wie sie mal war. Wir auf die Demokratie. Ja, und jetzt natürlich, was ganz spannend ist, die Königin hat ja einen Stachel. Den benutzt sie aber grundsätzlich nur einmal in ihrem Leben. Und zwar, sobald sie schlüpft. Und deswegen habe ich so ein bisschen ein Problem, ist ein Bienenvolk dann jetzt wirklich demokratisch? Also ich würde drei Schienen sagen, Monarchie, Bismarck ist es nicht, obwohl es so klingt. Demokratie, ja, in den meisten Fällen ja. Und dann gibt es noch eine dritte Schiene und das ist dann so für mich die Erkenntnis, dass viel Gemeinwohl drin ist. Bis zum Schluss geht alles gemeinsam an ein Ziel, das heißt Winterfutter zu sammeln, um zu überleben und sich zu teilen und dementsprechend die Evolution weiterzuführen. Bei den Bienen ist es so, wie es ist, wie es die Natur regelt, und das können wir beobachten und feststellen und analysieren, aber wir können es nicht beeinflussen. Bei den Menschen könnten wir schon was beeinflussen und das wird auch beeinflusst. Unsere Generation, wie sie da sitzt, oder mehrere Generationen, sind eigentlich im Glück aufgewachsen, eine relativ funktionierende Demokratie erleben zu dürfen. Es hat, glaube ich, vor uns und nach uns, fürchte ich auch nicht, wird es keine Generationen gegeben haben und geben, die eigentlich wirklich die positiven Seiten der Demokratie relativ gut erleben konnte. Weil Demokratie war ja nicht immer da, das wissen wir ja. Und wenn wir von den alten Griechen sprechen, und das waren natürlich äußerst reduzierte Formen von Demokratie. Letztendlich war es eine mini kleine Elite, die demokratische Formen in ihrer Gruppe entwickelt hat. Aber so richtig, richtig losgegangen mit der Demokratie ist es eigentlich noch die großen Kriege. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das allgemeine Wahlrecht gekommen. Noch im Zweiten Weltkrieg die sogenannte soziale Marktwirtschaft. Warum? Weil die großen Weltkriege uns gezeigt haben, totale Zerstörung für alle, x Millionen Tote, all zwischen Boden. Und da war dann durch alle Gesellschaftsschichten, reich oder arm und so weiter, irgendwo die Bereitschaft da für einen Konsens. Erfolgreich Aufbau, sowohl in der Wirtschaft, aber auch in die Sozialsysteme. Das ist das berühmte soziale Marktwirtschaft. Das ist nach 20, 30, 40 Jahren relativ gut gegangen. In den 80er Jahren hat sich das geändert. Da kommt dieser Neoliberalismus, Fortschritt, sogenannte Fortschritt, Wachstum werden zu Göttern erhoben, freie Bahn den Tüchtigen sozusagen, die ganzen Leitplanken und Regeln, die soziale Marktwirtschaft geregelt haben, werden abgebaut. So wie bei den Autobahnen die ganzen Leitplanken plötzlich weg durch, nicht jeder kann fahren, wie schnell es geht. Und das hat natürlich zwangsläufig zwei Sachen zur Folge. Einmal ein unglaublicher Raubbau an der Natur und zweitens ein stufenweiser Abbau der sozialen Strukturen. Und die Sozialdemokratie ist ja zeitweise auch noch 1980 und die 90er Jahre in der Macht gewesen. Leider muss man ganz klar sagen, dass die Sozialdemokratie damals einfach einen Verrat an ihre Bürger begangen hat. Das fängt mit dem Blair um, das ist der Gusenbauer gewesen, das ist der Schröder gewesen. Die haben die Leute gewählt, damit sie eben auf die kleinen Leute schauen und getan haben sie genau das Gegenteil. Das ist der große Verrat. Und das ist wichtig, weil da fängt das ganze System um eben zu kippen. Wir brauchen ein neues Konzept von Demokratie. Und an dem müssen wir arbeiten. Und nicht glauben, das Bestehende jetzt zu verbessern, weil es hat sich gezeigt, dass das bestehende demokratische Modell eine Vertrauenskrise in der Bevölkerung hervorgerufen hat und wir sind nicht imstande, diese Vertrauenskrise zu
beenden. Der Bienenstaat ist ein durchorganisiertes Gebilde, soziales Gebilde, das scheinbar stabil ist in der Organisation. Du hast es zum Schluss gesagt, Thomas, dem Gemeinwohl schlussendlich verpflichtet ist. Das heißt, es gibt keine Hintergedanken, es gibt keine Partikularinteressen, es gibt auch keine Lobbys. Wir haben eine Wahldemokratie. Und eine Wahldemokratie ist per Definition noch nicht die beste denkbare Demokratie. Weil die beste denkbare Demokratie aus heutiger Sicht ist die liberale Demokratie. Also der nächste Schritt, die Wahldemokratie ist per Definition eine Demokratie, wo es allgemeine, freie und faire Wahlen gibt. Aber was dann passiert, ist nicht mehr besonders transparent. Es regieren die Lobbys, es gibt Kräfte hinter der Politik, die das Sagen haben. Freunde im Edelweiß, seitdem wissen auch die Menschen in Südtirol, wer steuert. Entscheidungen werden nicht transparent im Sinne der Bienen, sozusagen gemeinschaftlich gefällt, sondern die werden vorbereitet und dann werden sie kommuniziert, aber kommuniziert wird was anderes, als in Wirklichkeit getan wird. Also hier haben wir eine Situation, wo Kommunikation und Wirklichkeit nicht zusammenstimmen. Und das, dann merken das die jungen Menschen, das merken wir alle, aber die Jungen sind noch viel sensibler und die Künstler sind noch viel sensibler. Die merken das einfach, da stimmt was nicht. Und das erzeugt Frustration. Das erzeugt enorme Frustration. Ja, die liberale Demokratie, die definiert sich im Prinzip natürlich freie, allgemeine, faire Wahlen, ganz klar, aber dann die Entscheidungsprozesse transparent und demokratisch, sozusagen auf der Bühne. Da gibt es theoretisch keine Aktionen hinter der Bühne, hinter den Kulissen. Was mir, glaube ich, das Allerwichtigste wäre in diesen ganzen Diskussionen ist, dass zwischen der Kommunikation und dem Tun die Kluft nicht größer wird, sondern kleiner wird. In Italiano, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E questo è il grande problema democratico che abbiamo al momento. Und wenn die Bienen tanzen, bis eine Mehrheit die Richtung bestimmt, dann ist das die Grundessenz der Demokratie. Mehrheiten bestimmen letztendlich die Richtung. Und da kann ich noch so viele Oasen schaffen, wenn ich nicht, ich muss richtigerweise lokal handeln. Und ich kann nur lokal handeln. Aber der alte Slogan, lokal handeln, global denken, der ist die Grundessenz der Demokratie. Ist es eine europäische Oase unserer Demokratie, die auf den Rücken der Sklaverei, des Kolonialismus, der Ausbeutung der Welt aufgebaut worden ist. Und solange Europa zentral war als wirtschaftliche Macht, hat das funktioniert. Wir haben die Globalisierung mitgetragen und die Globalisierung hat bewirkt, dass Europa nicht mehr zentral ist. Umso wichtiger ist es, das Globaldenken. Wenn wir glauben, wir können weitere 100 Jahre in Europa eine demokratische Blase am Leben erhalten, ohne den Rest der Welt irgendwie so zu beeinflussen, das heißt in einer nachhaltigen Entwicklung, wirtschaftlich, sozial, ökologisch, dann ist das eine Illusion. Das Steuern auf Vermögen sei 0,4%. Das muss man sich vorstellen, diese unglaubliche Diskrepanz. Arbeit wird zu 75% besteuert, Vermögen wird zu 0,4%. Ohne einen Durchbruch zur sittlicher Vernunft, der allein aus Widerstand kommen kann, gibt es keine Zukunft. Ein Aufruf zur Hoffnung ist heute ein Aufruf zu Widerstand. Das sagt der Max Risch 1987. Passiert ist nichts seitdem. Er sagt, es braucht halt wieder eine Politik, die sich nach Werten ausrichtet. Also nicht nach Meinungsumfragen, bis vielfach heimtisch, populistisch, nicht und bleibt bis die nächsten 3, 5 Jahre gedenkt, sondern die sich nach Werten ausrichtet. Und diese Werte, die seien eben, um jetzt nochmal zurückzukommen, nach dem Zweiten Weltkrieg definiert worden. In der italienischen Verfassung ist Artikel 1, L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro.
Und la Repubblica garantisce i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Also der Staat garantiert die Solidarität. In der deutschen Verfassung ist Artikel 1, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das ist eine wesentliche Aussage. Ja? Und Artikel 14, Eigentum, berühmter Satz, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Die wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, besonders der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle. Die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenzen in der Rücksicht auf den Nächsten und auf die sittlichen Forderungen des Gemeinwohls. Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft. Also es steht alles in den Verfassungen drinnen. Sogar Artikel 1 meistens, nicht? Also die erste Aussage, die man trifft. Herr Gufler, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Natürlich. Wenn die Demokratie sich jetzt so verändert hat, dann hat das nur mit dem Kapital zu tun? Nein, mit dem, natürlich mit nicht. Der Gewinngier? Oder? Nein, nein, natürlich nicht. Womit noch? Das hat eben mit Demokratie zu tun. Das hat mit mir um eine Wahldemokratie. Einst stellt man ja eine erschreckende Wahlmüdigkeit fest, auch in europäischen Ländern, da gehen oft einmal die Hälfte der Leute wählen, weil der Abbau dieser Leitplanken, nicht? Weil der Beiner sagt, freie Marktwirtschaft ist schon gut, das ist ein Wirtschaftsprofessor, nicht? Aber es braucht Regeln, das ist nicht Selbstzweck. Da braucht es die Demokratie, die Gesellschaft muss Regeln aufstellen und innerhalb dieses Regelwerkes kann da der Tüchtige mehr gehen und Werte richten und weniger, aber es braucht ein paar Grundregeln. Ja, aber wir haben ja unglaublich viele Gesetze, sind das dann die falschen Regeln? Wir glauben, wissen alle, wer die Gesetze macht, das sind die Politiker, die wir wählen. Und die Politiker sind halt oft heint, sei es im Dorf, sei es im Land, sei es im Staat, sei es in der EU, Vertreter von den starken Lobbys. Sag, in Zeiten, in denen die Unwahrheit zum Tagesgeschäft gehört, ist es höchste Zeit für einen journalistischen Aufstand der Anständigen. Abend für mich, dass ich mir denke, die einzige Alternative zur Demokratie ist eine bessere Demokratie. Es gibt keine Alternative. Wir können ja nicht einfach sagen, na gut, das ist ja eh alles hoffnungslos. Und möchte eigentlich gerne noch bei dem Wort bleiben mit dem starken Leader oder die Leader, die entscheiden müssen, weil ich mir denke, die Bienen sagen uns eigentlich ganz klar, es geht nicht nur um Leader, die entscheiden müssen, sondern, nehmen wir den Ausspruch aus dem Jahr 89, wir sind das Volk und wir bauen die Waben für die Könige und die Königinnen, wo sie ihre Eier hineinlegen. Oder ich glaube, das könnten wir uns vielleicht von den Bienen schon abschauen. Wählen gehen ist vielleicht so eine Waberichtung zum Beispiel, oder?